Viele Schüler kommen aus ganz kleinen Volksschulen und plötzlich an eine Schule mit über 700 Schülern und da gibt es dann Ängste. Nachdem wir einige Ganztagesklassen an der Schule haben, haben wir uns jetzt jedes Jahr vorgenommen, dass die Eltern der zukünftigen Ganztagesklassenschüler, also der ersten zukünftigen ersten Klasse, eingeladen werden zu einem Elternabend mit den momentanen Erstklasseneltern. Und dieses Treffen findet bereits im Juni statt, obwohl die Schüler erst im September zu uns an die Schule kommen. Was einfach da der große Punkt ist, ist, dass sich Eltern untereinander aus unterschiedlichen Schuljahren austauschen, wie denn Schulleben bei uns funktioniert. Wir haben den Elternabend zeitlich so gestaffelt, dass zuerst die Eltern der aktuellen Klassen da sind. Wir machen mit ihnen Feedback, wir besprechen, was gut läuft, was weiterentwickelt werden kann. Jahresende-Feedback kommt zustande, dass die Schüler getrennt befragt werden und die Eltern auf einem gesonderten Elternabend befragt werden mit denselben Fragestellungen zu den gleichen Themen. Mit einem großen Plakat, wo wir wichtige Themen raufschreiben, zum Beispiel Mittagessen, Freizeit, die Eva-Pläne, wie das Lernbüro. Und die Schüler dürfen dann Punkte kleben im Bereich, ob es ihnen gefällt, ob es verbesserungswürdig ist. Und dieses Feedback, das liegt dann auch offen auf bei diesem Elternabend, also das Feedback der Schüler, das Feedback der Eltern, die bereits diese Ganztagesklasse leben. Und das steht offen für die neuen Eltern, die dann das Kind in der ersten Klasse haben und auch dieses Feedback anschauen können. Also ganz offen. Und es ist dann total spannend anzusehen, wenn die Kommunikation zwischen den Eltern abläuft und Eltern dann den Neuen berichten, wie ein Logbuch funktioniert, warum das ein großartiges Kommunikationsmittel ist oder wie ein Lernbüro funktioniert und was die Vorteile davon sind. Auch dieser Gedanke, das Kind ein bisschen loszulassen, ist von Eltern an Eltern ganz was anderes, als wenn wir vorne stehen und jetzt erzählen würden, was uns einfach wichtig ist. Also beim ersten Elternabend hat es das Speed-Dating gegeben. Es war dann so, dass wir einen Rahmen von einer Minute pro Gespräch vorgegeben haben. Wir haben ihnen drei Punkte gesagt, auf die sie Bezug nehmen sollten. Also sie sollten sich kurz vorstellen, sie sollten kurz berichten über ihr Kind und wie der Schulbeginn sein wird und dann noch nach freier Wahl eine persönliche Sache. Und nach dieser Minute haben wir einen Gong geklingelt und eine Seite vom Speed-Dating, also die rechte Seite beispielsweise, musste dann einmal aufstehen, einen Hocker nach rechts gehen und sich wieder setzen. Und dann hatte jeder einen neuen Partner. Man hat nur ganz kurz Zeit gehabt und hat ganz viel Informationen über sich ausgetauscht und dann hat man wieder den Platz gewechselt. Und so ist jeder mit jedem einmal zusammengekommen. War ganz spannend zu beobachten, weil die Eltern am Anfang so vom Gefühl her sehr reserviert waren. Also sie haben einfach so nicht gewusst, warum jetzt diese Übung und was sollen sie machen. Und natürlich ist dann auch ein persönlicher Teil bei dem Ganzen noch dazugekommen, wo sie irgendwas Persönliches erzählen mussten. Und man hat aber dann nach einigen Minuten in dieser Übung gemerkt, dass einfach das Eis bricht. Also es war richtig, dieser Icebreaker-Effekt war da. Das Speed-Dating hat den Abend aufgelockert. Das war eine lustige Stimmung dann. Speed-Dating habe ich zum Beispiel erfahren, dass nicht nur mein Bub jetzt Angst hat vor der großen neuen Schule, sondern dass ganz vielen anderen auch so geht. Und das war schon angenehm zu wissen, dass man da nicht alleine dasteht. Meistens erleben wir, dass sich die Schüler schneller finden, als die Eltern glauben. Wir machen dann im November noch einen Elternabend, einen zusätzlichen, der so eigentlich nicht vorgesehen ist, aber eben um einen Zwischenstopp zu machen, um den Eltern zu ermöglichen, dass sie Fragen stellen können und aber auch um Feedback zu geben und zu erzählen, wie es den Kindern geht. Wenn man sich wohlfühlt in einer Gemeinschaft, was ja auch für die Kinder dann wichtig ist, dann funktioniert das Lernen einfach. Also wir stecken natürlich sehr viel Zeit in Projekte wie Elternzusammenarbeit, in die Kommunikation untereinander. Und natürlich sind es Abende, die wir dann auch zusätzlich zu unserem Schulleben verbringen und dem zur Verfügung stellen. Aber was dann danach rauskommt und welche Beziehungen geknüpft werden und wie nachhaltig das Ganze ist, spürt man einfach das ganze Schuljahr lang. Und ich bin überzeugt, dass wir einfach dadurch auch weniger Krisengespräche haben, weniger Gespräche, wo wir einfach Probleme bewältigen müssen, weil Dinge gleich von vornherein aufgegriffen werden und auch erledigt werden. Und ich bin überzeugt, dass dieser Energieeinsatz, dieser Zeiteinsatz sich im Laufe des Jahres auf jeden Fall rentiert.